Herzlich willkommen zu Unterwegs in Dessau 41. Heute zeige ich euch das Palais Waldersee. Das Palais Waldersee ist ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Fürst Franz schenkte es im Jahr der Fertigstellung, also 1795, den ältesten Sohn Graf Johann Franz Georg von Waldersee. Als der Graf 1823 verstarb, fiel Grundstück und Palais an den jetzigen Hauptgläubiger Leopold Friedrich. Am 15. August 1825 bezog die Töchterschule das zwischenzeitlich umgebaute Gebäude. Im Vorderhaus befanden sich die Dienstwohnungen für den Rektor und die Lehrer. Schulräume waren im Hinterhaus untergebracht. Im Rahmen der Neuordnung der Schulverhältnisse 1869 in Dessau zog die höhere Töchterschule in das Vorderhaus. Im Hinterhaus wurde eine Mittelschule für Mädchen eingerichtet. Die Töchterschule zog 1884 in ein neues Gebäude in der Antoinettenstraße, sodass die Mädchenbürgerschule auch das Vorderhaus nutzen konnte. Aufgrund des weiter bestehenden Platzmangels zog die Schule jedoch 1892 aus. Nach den Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg wurde die Altstadt fast 97% zerstört. Das Palais brannte aus, bis auf die Fassade und die Umfassungsmauer. Im Nachkriegsjahren wurde in der Zerbster Straße zuerst Häuser mit Wohnungen und Geschäften gebaut. Die Ruine des Palais Waldersee wurde mit einigen Veränderungen am ursprünglichen Projekt erst ab 1959 bis 1962 ausgebaut. Nach dem Ausbau und nach der Wende wurde die Stadtbibliothek, die mittlerweile in das Palais eingezogen war, anhaltinische Landesbücherei. Deren Hauptbibliothek befindet sich noch heute in diesem Gebäude. Die wissenschaftliche Bibliothek ist seit 1987 im umgebauten Palais Dietrich. Ich mache mich jetzt wieder nach Hause und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und eine schöne nächste Woche. Tschüssi!